Ja, servus, liebe Kinder, Dora. Hey, Teufel, cool, dass ihr wieder da seid. In Karis Kochstudio. KKK. Karis Koch. Karis Kochstudio. Aha, 3K. Egal. Hey, mir ist plötzlich so heiß, so kalt am Leder. Ah, hab jetzt ein kaltes Leder. Leder ist das da hinten. Karin, jetzt seid. Servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr bei mir da seid. Und bei mir. Ja, Kari, es ist heiß, da isst man am besten ein Eis. Genau. Und heute wollen wir ganz ein spezielles Eis machen. Das könnt ihr für Kindergeburtstage verwenden. Oder wenn einfach die Kinder langweilig ist und ihr aufs Budget schauen müsst von der Familie. Wir machen nicht jetzt Spaghetti-Eis und zwar selber. Was brauchen wir dazu? Vanille-Eis. Weiße Schokolade, dann so Ziergebäck, nehmen wir so was wollen, eine Reibe und eine Kartoffelpresse. Ja, und schon geht's los, meine Lieben. So, wir nehmen jetzt hier was von. Hallo! So, wir haben jetzt hier in die Kartoffelpresse das Eis reingefüllt und mit viel Kraft. Schaut selber her. Hey, voll fett, gut. Na, Schnauze weg, Kerl, das gibt's ja. Geben wir jetzt hier das drauf. Und schon haben wir unsere Spaghetti. So, aber wir wissen alle selber, zu guten Spaghetti gehört was? Ein Bier. Nein, kein Bier. Und ein, auch nicht. Es gehört eine leckere Tomatensauce, die geben wir jetzt hier drauf. Das ist in dem Fall eine rote Marmelade. Und was brauchen wir noch dazu? Ein Rotwein. Nein, wir brauchen nur dazu einen leckeren Reibekäse. Den geben wir jetzt natürlich nicht zu dem Eis dazu, sondern wir nehmen jetzt hier die weiße Schokolade und tun die hier so grob drüber rubbeln. Hey, voll fett cool! Genau, voll fett cool. Und schon ist unser Spaghetti-Eis fertig. Und wer mag, tut hier noch die Verzierung mit drauf. Ich! Schwuppdiwupp! Und fertig ist unser Spaghetti-Eis. Ja, liebe Kinder, Dora, beim Spaghetti, Italiener kriegt es auch nicht besser. Weitere tolle Ideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Schaut's wieder rein, es freut mich euch zum Sehen. Vierteng, Servus, Karl. Jetzt reicht's, Kerl, komm her. Hey, das gibt's auf.